Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Last of Us. Wir sind beim letzten Mal genau hier stehen geblieben und ja, ich bin ein bisschen gefailt, Leute, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Und ich sollte hier in Deckung, bevor ich hier laber, weil sonst ballern die Typen mich da ab. Ich habe jetzt mir ein anderes Headset an meinen Monitor angeschlossen, weil ich Let's Play das über meinen Monitor, nicht über meinen Fernseher. Und dadurch habe ich jetzt das Headset an und es ist leider ein bisschen leise. Ich kann es nicht lauter machen. Ich weiß nicht wieso, aber ich kann es einfach nicht lauter machen. Und direkt ein wunderschöner Headshot. Ja, wenn es so weitergeht wie jetzt, Leute, dann bin ich schon mal zufrieden. Ja, wenn es genau so weitergeht. Aber ich schätze nicht. Okay, da ist noch einer, den werden wir auch gleich mal headshotten. Oh yeah, Leute, ich kann zielen sogar. Ich kann zielen, hey. Das haben wir noch nie gesehen bisher, oder? Das haben wir wirklich noch nie gesehen. Der wirft einen Molly. Ja, doch nicht. Okay, es ist ein bisschen... es ist ein bisschen leise. Aber ich komme damit schon zurecht. Oder ich bin einfach nur taub, weil ich höre normalerweise immer so laute Musik. Ich höre sie immer auf maximale Lautstärke mit meinem Headset. Scheiße. Jawohl. Nein, und jetzt verbrenne ich auch noch. Ah, holy shit. Merkt man eigentlich, dass ich nicht wirklich... lange gespielt habe. Merkt man das, dass ich nie lange gespielt habe? Ich glaube, man merkt es, ja. Man merkt es. Aber dafür bin ich voll beim Kommentieren dabei. Ach, immerhin, man kann nicht alles haben. Ich muss ja zugeben, dass ich ein bisschen down war, während ich The Last of Us, die ersten 18, glaube ich, Parts waren das, oder 17, aufgenommen habe. Und nicht so Bock drauf gehabt habe. Ich weiß auch nicht, was da los war. Da habe ich halt so meine Down-Phase gehabt irgendwie. Und obwohl das Game aber so geil war. Und man sollte aber keine Down-Phase haben. Ich habe sie gehabt und deswegen ist dann auch nichts mehr gekommen. Und das ist halt ein bisschen scheiße, das werde ich nie wieder machen. Und mal richtig reinhauen wieder. So, und... Babs. Sehr schön. Man muss nur den rechten Analogstick ein bisschen streicheln. Und schon funktioniert alles wie soll. Okay. Ich bin halt ein bisschen knapp bei Kasse. Ne, nicht knapp bei Kasse. Knapp bei Kasse ist doch jeder von uns immer. Aber ich bin ein bisschen knapp an Munition. Okay. So, ich werde jetzt mal aufpassen. Zielfernrohr benutzen. Ja, ich weiß, dass man das Zielfernrohr vor X benutzt. Keine Sorge. Aber ich muss hier aufpassen. Kann ich hier eigentlich runter? Ja. So. Ich habe leider viel zu wenig Munition. Aber ich könnte sie eigentlich mit der Hacke weghacken. Sorry für den Verhuster. Ich hatte gerade was im Hals. Das war nicht so gut. Ich werde hier versuchen, mal so ein bisschen rumzulaufen. Okay, da oben ist einer. Die anderen könnten nur auch was machen. Yes, ich habe ihn erwischt. Für die Schrotflinte. Jawohl, für die Schrotflinte. Da werde ich mal hier mal ganz schnell wechseln. Mit der Schrotflinte kann ich den locker wegrotzen. So. Wunderbar. Nachgeladen hat er auch gleich. Yes. Da kam schon mein erstes Opfer. Wunderbar. Gut, dass ich so schnell reagiert habe, sonst hätte ich wahrscheinlich wieder auf die Fresse bekommen. So, dann passen wir hier nochmal auf. Und werden da jetzt mal nach oben. Und bitte nicht fehlen wieder. Okay, da ist direkt einer. Jawohl, er ist tot. Okay, shit, da ist noch einer. Der hat einen Molly in der Hand. Kommt schon, Leute, schießen um. Yes. Wir haben alle erledigt. Ja, habe ich auch gesehen. Wir müssen zu den Frauen. Ich bin schon da. Okay, ich habe jetzt gar keine Muni mehr. Wartet, ich wechsle mal zum Revolver, dann habe ich wenigstens noch 3 Schuss. Joel. Wow. Komm her. Komm her, du Arsch. Yes, 6 Schuss. Und... Jawohl. Wow, shit, der hat eine Shotgun. Da sollte ich mich nicht treffen lassen von. So, komm her. Yes. Ein wunderschöner Headshot. Da hinten ist auch noch einer gleich. Nachladen wäre hier verdammt cool, Leute. Ich weiß nicht, wie es geht. Nein, da ist Hauen. Mann, wie geht das nochmal? Ich weiß es nicht.
Wartet mal, ich muss ja ganz gut nachschauen, weil es ist wirklich wichtig, dass man weiß, wie man nachladet. Er steht aber nirgends. Okay, dann wissen wir halt nicht, wie man nachladet. Habe ich halt Pech gehabt. So. Alles klar, dann versuche ich mal hier von da irgendwie da ranzukommen. So, wo ist er denn? Da ist einer, da ist auch einer. Und yes, mit der El Diablo sollte man eigentlich nur einen Schuss brauchen, bis er stirbt. Maria! Alles okay! Die Kleine ist hier! Okay. Das war verdammt knapp. Ja, das war's. Bist du okay? Ja, ja, alles klar, alles klar. Joel! Oh Mann! Sie kam aus allen Richtungen, Maria schrie, wir müssen weg! Und dann sind wir über die Tische und der Riese schießt mit der Schrotflinte. Ganz ruhig, hör zu. Hey, hey, bist du verletzt? Nein. Gott verdammt. Ich muss mit dir reden. Vergiss es einfach. Der soll sich jemand anders suchen. Maria, ich kann das einfach nicht ablehnen. Ist dir klar, wie viele Männer wir verloren haben? Worüber sprechen die denn? Hat es was mit mir zu tun? Wir reden später darüber. Weißt du schon, wo das Labor ist? Wir reden darüber später. Später. Toll. Ein Fehler und ich gehöre zu diesen Witwen, okay? Ich muss das tun. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Gut. Maria. Maria! Jetzt geht's los. Du. Wenn irgendwas schief geht, bist du schuld. Sie ist dankbar, weißt du? Ja, ich weiß. Ich bringe dein Mädchen zu den Fireflies. Brauchst dir keine Sorgen machen. Es ist das Beste. Vielleicht kommt ja was Gutes dabei raus. Ich rede erst mit Ellie. Nochmal, ich verstehe nichts. Joel! Was ist denn? Dein kleines Mädchen. Sie ist mit einem unserer Pferde abgehauen. Verdammt, wo lang? Komm mit. Ich hab sie gerade wegreiten sehen. Geh wieder rein. Hilf den anderen da aufzuräumen. Okay, seid vorsichtig. Ja, ruhig. Ja. Okay, ich kann jetzt mit dem Pferd ich kann mit dem Pferd jetzt hier reiten. Geil. Sehr cool. Das kann man auch noch hier. Alles klar. Ellie ist abgehauen. Ja, sie hat wahrscheinlich schon gemerkt, dass wir sie irgendwie loswerden wollen. Und sie ist dann irgendwie sauer geworden, wie sie aussieht, und ist einfach davon geritten. Sorry. Ah. Meine Nase juckt. Ich weiß nicht, was sie hat. Okay, wir werden sie schon noch einholen. Go, go, go. Mann, die ist aber extrem weit. Aber die Umgebung ist schön hier. Die Umgebung ist echt schön hier. Hier geht's nicht weiter. Ja, was jetzt? Falling Rocks. Ja, da sind einige gefallen. Okay, dann schauen wir mal da rüber. Hier scheint es nämlich noch einen Weg da hinein zu geben. Ey, was soll das denn bloß? Okay, hier ist sie lang. Alles klar. Gut, dann werden wir sie wahrscheinlich hier finden. Hier sind nämlich die ganzen Fußspuren von dem Pferd. Also sind wir hier auf alle Fälle richtig. Okay, gut. Ja, wir sind hier auf alle Fälle richtig. Mann, Ellie. Wo bist denn du hin? Gehen wir. Runter da. Gehen wir. Okay, hier geht's nicht mehr weiter. Da auch nicht. Doch, da hinten. Warte mal, ich habe sie, glaube ich, gesehen sogar. Kann das sein? Nein, es war nur ein Auto. Kannst du nichts drüber? Oh shit. Wie viele sind es? Verdammt viel zu viele.
Oh, shit. Nicht schon wieder. Fuck. Das ist auch noch ein Sniper, wie es aussieht. Ja, ja, ja. Das Einzige, was bezahlen wird, bist du mit deinem Leben. Fuck, voll vorbei. Na toll. So. Oh, nee, 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 nee. Okay, halten zum Wechseln. Ich glaube, ich habe noch... Ja, einen Schuss habe ich noch hierfür. Das ist ein bisschen wenig, leider. Das heißt, ich muss treffen. Komm schon. Komm schon raus, Mann! Alter, komm raus. Wie sich die Bombe bewegen, schaut mal. Okay. Der will also nicht raus. So, da kann ich da durchschießen. Nee, ich werde das nicht riskieren. Ich riskiere das nicht. Okay, ich versuche mal da ein bisschen von der Seite ran zu gehen, vielleicht. Ah, da wird ein... Oh, fuck, ist da jemand? Ja, da ist jemand. Scheiße. Shit. Komm schon. Komm raus! Fuck, ich hätte ihn jetzt in den Kopf geschossen. Yes. Kann ich den Fall wieder aufnehmen? Nein. Okay. Okay, Leute. Lebt er noch? Ich hab dir doch gerade in den Kopf geschossen, Mann. Jetzt aber. Okay, ich muss da jetzt schnell hinauf. Jawohl, er hat Munition da gelassen. Sehr schön. Halt's Maul, Mann. Es ist irgendwie verdammt leise, Leute. Also wundert euch nicht, wenn ich irgendwas nicht höre oder so. Denn ich kann das irgendwie nicht lauter machen an der PlayStation 3. Ich habe meine Kopfhörer am Monitor angeschlossen und irgendwie geht's hier nicht lauter und es ist irgendwie verdammt leise. So, wo ist denn der? Ist der noch da drüben? Da muss doch auch einer gewesen sein. Du wirst brennen, Arschloch! Ah, da oben ist er noch. Okay. Wow, 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 wow. Ich laufe jetzt durch zu dem. So, wunderschön. Geht doch alles hier, geht doch alles hier. Wo sind die anderen? Wo haben die auf uns geschossen? Oh, shit. Ah, da hat er eine Shotgun. Gegen Shotguns kommt man leider nicht an. Das ist einfach so. Okay, den Typ müssen wir gleich ausschalten mit einem Schuss. Ich muss wirklich aufpassen, wie ich schieße. So. Den müssen wir auch ausschalten mit einem Schuss. Yes, alles klar. Gut, das war schon mal ein guter Start. Zwei erledigt mit zwei Schüssen, so gehört sich das. So, und dann werden wir hier weitergehen. Dann werden wir jetzt hier schön weitergehen. Da oben links sollte auch gleich einer kommen. Vielleicht kann ich ihn im Nahkampf erledigen. Mal schauen. Ja, ich kann ihn im Nahkampf erledigen. Wunderschön. Und da drüben sollte noch einer oben sein. Bin mir aber gerade nie sicher. Okay, wir werden dann gucken gleich. Ich laufe jetzt mal hier hoch. Ja, da ist einer. Fuck. Yes. Jawohl. Alles schön im Nahkampf erledigen hier. So, die Axt ist leider abgenutzt. Ich finde es ein bisschen blöd, ehrlich gesagt, dass eine Axt sie so schnell abnutzt. Aber kann man ja nichts machen. So, wo sind die anderen? Sind hier noch welche überhaupt? Da drüben ist er. Ein Kackhelm hat er. Blödes Arschloch. So, komm her. Yes. Oh ja. Wunderbar. Ah, der hat den Shotgun. Scheiße, schnell. Lass Muni da, du Arsch, okay? Lass Muni da. Jawohl, er hat Muni da gelassen. Wunderschön. Das waren alle. Naja, seid ihr mal nicht sicher. Wo rennt er denn? Ich schau mal in der Hütte kurz nach. Vielleicht haben wir da irgendwas Nützliches. Aber so wie es aussieht. Nicht, doch, ein Lumpen. Wunderschön. Damit kann ich. Oh, warte mal. Habe ich da Munition gesehen? Ah, habe ich wahrscheinlich schon aufgehoben, weil ich immer Zweige gerade gespammt habe. So, da drüben haben wir auch noch irgendwas leuchten.
Ah, oh, jetzt so einen schönen Griller. Das wäre was. Ah, Heilung. Wunderbar. Wo ist denn der jetzt wieder dahin? Ist der wieder da zurück? Okay, warte. Gehen wir mal auch zu ihm. Vielleicht sagt er irgendwas. So, was ist schon los? Komm, zu den Pferden. Ah, da sind die Pferde. Okay. Hab gedacht, die Pferde sind schon abgehauen oder so. Aber sind sie nicht. Und wie ist denn der Ellie da eigentlich da durch? Da, ohne, dass ihr was passiert ist. Gut, dann gehen wir weiter. Sie ist nämlich hier vorbeigekommen. Die haben sie wohl wahrscheinlich verpasst und sind dann einfach auf uns gestoßen. Anders kann man sich's ja nicht erklären. Hoffentlich ist sie entkommen. Natürlich ist sie entkommen. Finde ich aber schön, dass sie so ein Level eingebaut haben hier, oder besser gesagt einen Abschnitt, weil Level kann man es ja nicht nennen, wo man hier so ein bisschen mit dem Pferd unterwegs ist und reitet. Finde ich verdammt cool. Ist echt abwechslungsreich. Muss man schon sagen. Oh Mann, wie weit ist denn die bitte gekommen? Aber auf alle Fälle ein wunderschönes Gebiet. Oh, da sind ja Häuser. Unser Pferd, sie muss da drin sein. Ja. Okay, da drin ist sie wohl. Vorsicht. Wow. Ellie? Ein großes, fettes Haus. Ellie? Ich bin hier. Oh, Herrgott. Und wo ist hier? Ich halte Wache. Okay, wir sollten uns mal unterhalten. Alles klar. Sobald ich sie in diesem großen Haus hier gefunden habe. Oh, Laptop. Und irgendwas, womit ich schon voll bin. So, Ellie, wo bist denn? Okay, hier mal nicht. Hier vielleicht? Haben Sie sich nur darum Sorgen gemacht? Jungs? Filme? Welcher Rock zu welchem Shirt passt? Das ist schräg. Steh auf. Wir gehen. Komm. Und wenn ich nicht will? Weißt du überhaupt, was dein Leben bedeutet? Hä? Einfach weglaufen? Dich selbst in Gefahr bringen? Das ist ziemlich bescheuert. Na, dann sind wir wohl beide voneinander enttäuscht. Was willst du von mir? Gib zu, dass du mich die ganze Zeit loswerden wolltest. Tommy kennt das besser als... Vergiss es! Tut mir leid, aber ich vertraue ihm mehr als mir selbst. Hör auf mit dem Scheiß! Wovor hast du solche Angst? Dass ich so ende wie Sam? Ich kann mich nicht infizieren. Ich komme gut zurecht. Wie viele Beinahe-Unfälle hatten wir schon? Na, bis jetzt ist es doch ganz gut gelaufen. Und ab jetzt läuft es noch besser mit Tommy! Weißt du, ich bin nicht Was? Sie. Maria hat mir von Sarah erzählt. Ellie! Du bewegst dich hier auf verdammt dünnem Eis. Es tut mir wirklich leid für dich, Joel. Aber ich habe auch jemanden verloren. Du hast keine Ahnung, was Verlust heißt. Alle, die mir wichtig waren, sind entweder gestorben oder abgehauen. Alle? Außer dir, verdammt! Also sag nicht, dass ich bei jemand anders sicherer bin, denn das macht mir einfach nur noch mehr Angst, verdammt! Du hast recht. Du bist nicht meine Tochter. Und ich bin ganz sicher nicht dein Dad. Und ab jetzt gehen wir getrennte Wege. Lass das jetzt! Wir sind nicht allein! Zwei kommen gerade rein. Und es sind schon welche da. Na
Okay, dass Joel jetzt so ein Arschloch auf einmal geworden ist, gefällt mir ehrlich gesagt nicht wirklich. Aber gut, vielleicht ändert sich ja noch irgendwas. Okay, dann versuchen wir mal, da den Typen da, wenn er nochmal vorbeikommt, lautlos auszuschalten. Aber ich glaube, das schaffen wir nicht. Ich versuch's aber. Lautlos ist hier wohl am besten. Okay, hier ist wahrscheinlich nur einer. Ja, komm her, Mann. Sehr schön. So, den ersten haben wir schon. Ich muss dann wieder meine Kopfhörer wechseln. Ich muss dann wieder meine In-Ear nehmen, weil ich höre hier so wenig. Sehr schön. Aber dass da jemand hochkommt, höre ich. Nee, doch nicht. Da. Sei vorsichtig. Alles klar. Hier oben, glaube ich, habe ich mal die Etage gesichert. Hier ist nichts mehr. Dann werden wir mal runterschauen. Oh, shit. Okay, da sollte ich wohl wahrscheinlich nicht runter. Noch nicht. Jetzt. Scheiße. Schieß ihn doch. Ah. Lad nach, Mann. Schnell. Yes. Er ist tot. Oh, fuck, 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 fuck. Ich glaube, ich muss mir gleich ein Medikit machen. So, komm her. Yes. Wunderbar. So, schnell Medikit machen. Sehr schön. Okay, dann halte ich mich schnell. So, go, 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 go. Jawohl. Alles klar. So. Bogen wieder ausgerüstet. So, das erledigen wir jetzt. Scheiße. Scheiße. Scheiße, Mann, ich bin echt ein Genie, ey. Oh, Mann. So, wo ist er denn? Okay. Da ist er. Jawohl. Jetzt hast du ein Loch in deinem Schädel, du Arsch. Wo sind die anderen? Oder waren das alle? Okay, alles sauber. Okay, das waren alle, wie es aussieht. Gehen wir raus zu den Pferden. Wieso muss denn Joel so ein Arschloch sein zu Ellie? Ich meine, was soll das? Die haben so viel miteinander durchgemacht und dann ist er so ein Arsch. Die Kleine tut mir leid. Alles klar. Brauchst du Hilfe? Geht schon. Das ist es. Heute machen wir einen Kinoabend. Wo ist dieses Labor? Am anderen Ende. Universität von Ost-Colorado. Die Bighorns. Ellie, runter vom Pferd.
Gib es bitte Tommy. Ich würde das gern behalten, wenn es dir recht ist. Na los, ich sage es nicht nochmal. Was hast du vor? Naja, deine Frau macht mir Angst. Ich will nicht, dass sie wütend wird. Tut mir leid, dass ich das Pferd gestohlen habe. Hey, komm mit zurück und lass uns noch mal drüber reden. Ja, du kennst mich. Ich bin ein sturer Bock. Universität von Ost-Colorado. Und wie finde ich dieses Labor? Im Forschungstrakt. Sieht aus wie ein großer Spiegel. Könnt's nicht verfehlen. Pass gut auf deine Frau auf. Du bist immer willkommen, okay? Alles klar? Alles klar. Adios, kleiner Bruder. Na los. Genau, das ist ein Turnover. Und wenn man die 10 Yards schafft, ist wieder erster Angriff? First down, genau. Mann, wie kompliziert. Man muss es nur ein paar Mal spielen, dann weiß man das. Okay, Leute, dann würde ich mal sagen, wir machen den kleinen Cut und sehen uns dann wieder beim nächsten Mal bei The Last of Us. Haut rein, macht's gut und tschüss.